Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Stephens D. Ich gehe jetzt raus und baue bei meiner Hütte erstmal mit weiter. Draußen sehe ich gerade einen schönen, dicken, fetten Bären. Den werden wir jetzt mal ein bisschen an die Wäsche wollen, ne? Das loggen wir mal her. Gewehr aufladen. Geben mal einen hintergeben. Munition, ne? Wüsste. Bin aber schnell. Ich dachte, da wäre mehr Spannung da. Ja, dann mal leicht ein Zombie-Bär sein. Ja, sieht so aus, ne? Freundliches Lächeln, ja. Junge, mal Zähne putzen. Hat keinen angelockten Schuss, ne? Nö. Messer habe ich hinten bei mir, ne? Messer. Oben. Ja, wohin? Ja, zur Axt. Und ist nach vier. Nach vier fühle ich mich sicher. Oh, da ist ein richtiger Bär, richtig Fleisch. Kein Zombie-Bär. Oh, die nächsten Mahlzeiten sind gesichert. Müsste um die Frucht Fleisch gehen. Jupp. So, dann gehen wir fix zur Höhe, zur Hütte. Zur Hütte sah ich schon, ne? Zur kleinen Festung. Und werden oben mal ganz kurz das aufbauen. So. Das gute Stück stellen wir hier so auf. Weiß nicht genau, wenn welche kommt. Das ist hilfreich. So, da muss ich hier noch Leiter bauen. Eine kleine Leiter. Sonst kommen wir nicht hoch. Bin ein bisschen schwerfällig. Zack. Und da geht's mal gleich mal hier. Oh, wo ist das Ding überhaupt? So. Und Dach der Erkenntnis. Später wird hier noch entsprechend jo. Gitter. Die habe ich schon fertig gebaut. Da rein. Die erste Reihe werden wir mal vorne raussetzen. Das ist jetzt hier der obere Kampfkäfig, kann man sagen, ne? Weil man ist bei jedem Blutmond nicht sicher vor den Geiern. Deswegen muss es komplett zu sein. So, jetzt können wir die Axt wieder hochlegen, runterlegen, denn der eine ist hier überflüssig, den hauen wir weg. Das ist aus Holz, Holz ist nicht das Problem. Wenn wir mal gucken, ob wir hier Besuch kriegen, ne? Also der Bär kam mir richtig zurecht, also meine Frischfleischvorräte waren zu Ende. Ich bin nach dem Blutmond zurückgefahren und habe im Grunde alle Sachen verstaut. Zum nach der Mission, genau. Blutmond war beim Livestream und erledigt und auch beim na. Ich habe während des Livestreams den Blutmond erledigt und die Mission in der Eiswelt. Also wer da gerne reinschauen möchte, kann es gerne tun. War ein harter Brocken. Ist ja auch Level 5, ne? Weiß ich, ob es Level 6 noch gibt. Muss ich abwarten. So, hier außen. So. Ich will noch eine Decke bauen, aber muss man eine höher. Dazu müssen wir immer sehen, dass wir höher kommen. Dazu haben wir hier
Rahmenblock. Eine Art Gerüst bauen wir jetzt, ne? Pistole nach oben nehmen. Das nach unten. Das ist nur. Ja. Da und ich oben ankomme, sonst komme ich oben nicht an. Beziehungsweise kann ich bauen. Immer ein Auge auf die Umgebung. Ich meine, in allermeisten Fällen geben die Geräusche. Zombies. Der Heller macht um 6:30 ungefähr auf. Brauchen wir nicht früher ankreuzen. So. Das werden wir später noch aufwerten mit Eisen, am besten gleich. So, jetzt machen wir mal fortgeschrittener Modus. Mit R. Und da ist sie schon. Und gleich mal erledigt die gute Frau. Ich weiß, ach, bestimmt von der Schmiede bestimmt hört sie das Feuer. So. Normal. So. Gucken wir an. Sehe nix. Luft können wir nicht bauen, ne? Anscheinend doch. Rhythmus, die anderen Modus nehmen. War das wieder ein einfacher Modus. Eigentlich diese Modus, der, nee, der ist auch nicht. Beide ganz gut, ne? Geht jetzt nicht. Ja, komisch. Dürfte eigentlich runterfallen normalerweise. 7 Lufthaken. Raufgehen, ne? Deswegen. Dann machen wir so. Ich muss ja im Prinzip. Oder das machen doppelt.
Jeder dieser Gitter ist ja ein Block, wenn man so sieht. Und deswegen passt nur ein Block an einen Block hin und nicht zwei auf zwei. Deswegen kann ich da auch nicht doppelt bauen. Sondern muss... den kann ich wegstellen. Ist ja Holz. Sehr leicht zu machen. 7,18, ja. Schnell abschließen. Zumindest eine Decke, ne? Dann gehen wir zum Händler. Und dann mache ich eine kurze Pause, dann fahre ich hin zur nächsten Aufgabe und dann hole ich euch wieder ab. So. Zack, passt. Decke ist fertig. Aus Holz zumindest, ne? So, den hauen wir gleich weg. Die anderen können bleiben doppelt, das ist nicht schlimm. Später muss ich von außen noch was vorbauen, ne? Also die einen ranklatschen und auch zumachen und dann noch gleiche. Jetzt gehen wir zum Farmer, zum Händler. So. Das können wir jetzt zerlegen. Das kann man schnell bauen, ne? Das ist ja kein Problem. So. Den will ich eigentlich im Gürtel haben, das ist ganz wichtig. So. Zwei Pistolen, ja. Das werden wir jetzt nach oben bringen. Ne? Vom Bären um was bauen wollten. Aber ich will ja mit euch nicht die Zeit vertrödeln hier beim Bauen, sondern beim Händler. Ne? Erstmal hinfahren, die Belohnung abholen. Die Pistole im Anschlag. Gleich nachladen. Schlechte Erfahrung. Schnell mal ausleeren die Sache. Was ich machen muss, ist hier noch mit dem Aufwerten. Also, na, eigentlich nicht mehr. Haben die mir alle weggewühlt hier. Die Zombies. Das ist eine Tresortür. Die hält einiges ab. Aber wenn viele kommen, dann geht doch die zu Bruch. So, Fleisch. Braten wir das zurecht. Wasser? Ne, kocht. Na, hauen wir woanders rein. So, das ist alles voll. Zaubert man hier rein, das Zeug. Eisen auch. Nicht lange rumfackeln. Will man gleich den Garten ernten? Weil das wächst ja immer nach, ne? Ah, wieder so viel ausgerupft. Meinen ersten Kaffee. Dann können wir später was kochen. Hopfen. Noch ein mehr ausgerupt. Noch ein mehr. Das heißt, wieder anpflanzen.
So, Kartoffelsaat. So, dann die Maispflanze wieder rein. Was haben wir noch eingepflanzt? Rausgerissen. Mais. Hier war aber drin gewesen, ne? Ja, anscheinend nicht. Wer war das Gemüse hier reinlegen? Mais. Das Zeug. Bier. Kartoffeln. So. Pilze. Tee. Das lassen wir hier. Kaffee auch. Oh, das ist die Pflanze. Jetzt weiß ich, was ich ausgeguckt habe. Gut. Okay, jetzt geht's zum Händler. Bin eigentlich gut ausgerüstet, außer Essen nicht, ne? Essen habe ich keins. Auf längere Fahrten sollten wir was zu essen mitnehmen. Am besten, ja. Ich hab so viel gar nicht. Dann müsste ich mal heute mal die Rotkreuz-Pakete mal abholen. Das kann ich machen. Erstmal Mission annehmen und dann noch aus Rotkreuz-Pakete, ne? Also die schönen, die Luftpost halt, ne? Gleich mal ein Magazin wieder voll machen. So, links, rechts, umgekehrt, ne? Nicht wegen dem Verkehr, sondern wegen Zombies, ne? Auf geht's! Dann müssen wir sehen, dass wir ja, ein paar Dosen finden, ne? Hier im Händler sind keine Zombies. Genau. Ach ne, du hast auch nicht viel drin. Ja, Antibiotika ist besser. Ja. So, was nehmen wir dann am besten? Wir waren vorne ja Norden, ne? Nordost gewesen, ne? Ist das dasselbe wieder? Ne, kann was anders sein. Stufe 5 im Westen, Nordosten. Wie werden wir hier gehen? Richtung. Aber wir werden mal Pakete holen, ne? Pakete, wir brauchen was. Die Mission können wir dann im Laufe des Tages annehmen, oder? So, Pakete. Also irgendwo Pakete rumliegen, ne? Also Hilfspakete, ne? So eine für die Luftpost. Oh. Beute. Das ist auch Beute, das ist auch Jagd. Pakete. Ein Hund kommt selten allein. Aufpassen. So.
Messer da unten wieder, Messer, Messer. Ja. Das ist ein kleiner Hund. Was ein Mobilteil. Motorrad. Gut, fahren wir mal die Richtung. Bleib immer dort Schönes. Da ein Loch gegraben. Manchmal erscheinen die Pakete einfach so. Ich fahre mal durch die Wildnis. Da scheint nichts zu sein, ne? Da haben wir einen. Sind gleich zwei Stück. Da haben wir was zu essen. Ja, ich brauche mal was für die nächtlichen Einkaufstouren. Ne? Bei den Zombies brauche ich immer ein bisschen was zu essen. Du hast dich verlaufen. Nicht aufstehen, liegen bleiben. Totstellen. So. Ja. Ist auch gut. Schönes kleines Rotkreuzpäckchen, ne? So erste Hilfekoffer. Gelände ist ein bisschen unwirksam hier. Schauen wir mal, wo der Weg uns hinführt hier. Das Gelände. Ja, Hase lohnt sich nicht, also. Hab mich festgefahren, Junge. Irgendwie rauskommen hier. Wenn wir rauskommen, bin ich froh. Da hat sich gerade wehgetan. Nutzt auch nichts. So. Ab im Koffer. So, wo fährt der hin? Da hinten. Da hinten irgendwo. Wieder raus, Motorrad. Können wir gleich benutzen. Platz sparen. Na, hat sich mal verehrt hier.
und im Meer. Ich dachte, wäre eben gerade ein Hund oder sowas, ne? Das war nur ein Ast. Der rechte Weg ist nicht mehr der schnellste. Kohle. Aber ich habe ja eine Mine, ne? Das hat nicht. Wo wir bei nachts mal aktiv werden können. Ein Hirschspiel nicht abgeneigt, also nämlich auch. Ah, der Zombie hier, deswegen halte ich nicht an. Frische Nahrung, da wollen wir hin. Ja, heute passiert nicht mehr viel. Das Päckchen nehmen wir noch ab. Und dann schaue ich beim nächsten Mal, wenn spannend wird, hole ich wieder dazu. Erstmal gucken wir mal ein Päckchen nach. Was da alles drin ist, ne? Was brauchbar ist. Die Stadt ist gleich um die Ecke. Auch mit der Mission. So. Naja. Ja, toll. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's ja hier weiter. Hier in der Zombie-Welt. Tschüss.